In den Jahren nach 1834 wurde in Dessau ja noch in Reihenfolge gebraut. Die Schades waren immer am Sonnabend dran. Augusts Brotberuf als Seilermeister und die Brauerei als Nebenerwerb haben gut funktioniert. 1855 kam die Schades auf die Idee, neben dem Braunbier auch noch Lagerbier zu brauen. Leider ein eher erfolgloser Versuch. Sie blieben beim Braunbier und verkauften bestens. 1856 konnten sie das rechte Nachbarhaus dazukaufen, Zerbster Straße 26. Im 18. Jahrhundert gehörte es noch der Familie Herre. Dessen Tochter, Johanne Sophie Herre, Reichsgräfin von Anhalt, die heimliche Schwiegertochter des alten Dessauers. Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Dessau zu einer richtigen Boomtown. Herzog Leopold IV. Und sein Sohn Friedrich förderten Industrie und Gewerbe. Schnell stieg die Einwohnerzahl auf 15.000. Die Schades verstanden es, ihr Bier einfallsreich unter die Leute zu bringen. Sie verkauften über die Straße. Dazu brachten die Leute ihren eigenen Bierkrug mit ins Haus. Später besorgten sie sich einen Pferdewagen mit einer Bierbimmel und fuhren durch die Stadt. Firmengründer August und seine rührige Frau Johanne waren zwar nicht mehr die Jüngsten, hatten aber ein glückliches Händchen für die Brauerei. Ihre Söhne, Eduard und Adolf, beide voller Ideen und Tatendrang, wollten auch ins Geschäft einsteigen. 1861 beschlossen sie als Gebrüder Schade ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Der ältere Bruder Eduard sollte ja eigentlich die Seilerei des Vaters übernehmen und war deshalb auch gelehrter Seilermeister. Doch der kleine Bruder Adolf war der erste gelernte Brauer der Familie. Die Schades brauten weiterhin in den Wohnhäusern. Das Geschäft lief gut und das Bier verkaufte sich wie von selbst. Hinzu kam die hervorragende Geschäftslage. Am Markt war eben immer was los. Sogar die Köthener kamen in den Genuss des Schadebieres, weil Adolf und Eduard ihre erste auswärtige Niederlassung dort in der Maxdorfer Straße gründeten. Kurz, das Geschäft brummte. Schnell wurde es eng auf beiden Grundstücken. Im November 1861 brach beim Nachbarn ein Feuer aus. Der Stallboden des Goldenen Löwen brannte und ruckzuck die halbe Nachbarschaft. Doch man half sich bei den Löscharbeiten gegenseitig. Einige Tage später bedankte sich die Familie Schade ganz öffentlich bei allen Helfern im Staatsanzeiger. Zu Weihnachten lief der Betrieb schon wieder auf vollen Touren, denn am 23. Dezember gab es Weiß- und Braunbier bei Gebrüder Schade. Am Heiligabend nur Braunbier. Denn die Feiertagspause hatten sie sich nach dem Brand wohl verdient. Die Brüder hatten ihre Firma keine 4 Jahre lang, da platzten Haus und Hof aus allen Nähten. Und was macht ein guter Geschäftsmann, wenn er sein Produkt reißend los wird und die Firma zu klein ist? Er investiert. Adolf und Eduard krempelten das gesamte Grundstück um. Die Familie wohnte weiterhin in den Vorderhäusern, aber Höfe und Gärten bis zur Langen Gasse verwandelten sich.
Moderne Technik zog in die Schadebrauerei ein. Dampfmaschinen waren damals der letzte Schrei in der Brauwirtschaft. Die Schades kauften ihre erste 1865 bei Sachsenberg in Roßlau. Die hatte 5 PS, für damalige Zeiten enorm viel. Der Kessel kam aus Zerbst und die Kohle aus Weißand-Gölzau. So konnten sie alles Mögliche betreiben. Pumpen, Riemen und die Wärmequellen für Gerstekeimung, Malzkochung und Maischekochung. Und das Sudhaus wurde gebaut. Schmuck saniert und allen Dessauern bekannt als Brauhaus zum alten Dessauer. Im Sommer kann man sogar draußen sitzen, fast wie zu Augustzeiten. Inzwischen hatten die Brüder als zweites Standbein eine Ziegelei in Ziebig, denn Baumaterial war im aufstrebenden Dessau sehr gefragt. Die Schades waren angesehene Unternehmer. Adolf wurde sogar Stadtverordneter. Wieder kam Sachsenberg zum Einsatz. Deren Wasserröhrenkessel erzeugten neben Dampf auch heißes Wasser. Für die mittlerweile fast 80 Mitarbeiter wurde eine Arbeiterstube errichtet. '83 wurde die Brauerei erstmals angezeigt. Der Nachbar Louis Woche vom Gasthof Goldener Löwe beklagte sich, dies war der Auftakt vieler Beschwerden der Nachbarn wegen Ruß, Rauch, Lärm und Luftverschmutzung. Die Ursache lag darin, dass ein ständig expandierendes Unternehmen seinen Charakter schneller ändert als sein Umfeld. Der Brauerei war an einem friedlichen Miteinander gelegen. Schließlich waren die Nachbarn auch Kunden und Mitarbeiter. Und so wurde als erste Maßnahme der Schornstein auf 45 Meter erhöht und ein Funkenfang wurde eingebaut. Zum Dessauer Salvatorfest 1887 präsentierte die Schadebrauerei bayerisches Lagerbier. Im Sommer war es länger haltbar als Braun- und Weißbier. Schnell begeisterte es die Kunden. Nach ihren Wanderjahren bei verschiedenen deutschen großen Brauereien traten nun auch Eduards Söhne Paul und Adolf als Braumeister in die Firma ein. Sie begründeten somit die dritte Generation. Ab 1896 nannte sich die Firma Bayerische Bierbrauerei Gebrüder Schade GmbH. Die 11 Gesellschafter waren sämtlich Familienmitglieder. Ehefrauen und Kinder halfen mit. Zum Beispiel in der Buchhaltung, beim Verkauf oder mit Vermögenseinlagen. Das folgende Jahr 1897 brachte einen historischen Einschnitt in die Firmengeschichte. Die Familie Schade wagte den Sprung über die lange Gasse. Die Zerbster Straße war zu eng geworden. Schon einige Jahre zuvor hatten sie die Lange Gasse 9, eine Brandruine, hinzuerworben. Nun kamen die Grundstücke der Langen Gasse 11 und 12 hinzu. Als Architekt der neuen Gebäude wurde der Baumeister Karl Theissen gewonnen. Er hatte schon die Gebäude für Schultheiß und das Kaufhaus Seiler gebaut. Das Hauptgebäude, das Maschinenhaus, erhielt einen Wasserturm, der bis zu den Bombennächten 1945 das Markenzeichen der Schadebrauerei war. Neu entstanden Sud- und Kühlhaus, Pferdestelle, Büroräume und das Torhaus. Also die Schadebrauerei, wie sie in Teilen heute noch steht. Aber die wichtigste Neuerung war elektrischer Strom für die Produktion. Damit konnten nun auch Kompressionskältemaschinen betrieben werden. Zwar wurde das Bier noch über die Zerbster Straße verkauft, jedoch wurde die Hauptmenge in Fässern und Flaschen weit über die Stadtgrenzen hinaus geliefert. Die Vertriebswege waren moderner geworden.
Neben dem Verkauf lieferten die Schades in auswärtige Niederlassungen in Köthen, Ragun und Wittenberg. Gaststätten in Dessau wurden gepachtet oder gekauft, wie die Zentralhalle gleich neben dem Alten Theater, das Künstlerheim in der Wallstraße und das Erdner Treppchen in der Johannesstraße, dessen Gebäude heute noch steht. Auch auswärts konnten Einheimische und Ausflügler Schadebier genießen, zum Beispiel im Schanzenhaus bei der Roßlauer Werft, am Napoleonsberg in Mildensee und am großen Gasthof bei Nedlitz hinter Zerbst. Letztere waren beliebte Ausflugsziele bei sonntäglichen Radtouren. Allerdings forderte die Expansion auch ihren Tribut. Die Nachbarn beschwerten sich energisch über Produktionslärm und Rauch. Besonders schlimm war es im Frühjahr, wenn die Fässer für die kommende Saison vorbereitet wurden und viele repariert wurden. Da hämmerten die Böttcher schon im Morgengrauen. Die Picherei kochte Teer und dichtete Fässer aus. Die Kisten mit den Flaschen klapperten auf dem Hof und über allem lag eine Wolke aus Flugasche. Die Stadt schaltete sich ein und legte beiden Parteien nahe, abreißen oder verkaufen. Man einigte sich nach 10 Verhandlungen für den Verkauf an Schade. Somit erweiterten sie ihr Grundstück. Mit dem Erwerb der Langen Gasse 10 hatten die Zukäufe vorerst einen Abschluss. Immer auf dem neuesten Stand der Technik, hoch engagierte Manager und hoch motivierte Mitarbeiter. Dieses Firmenkonzept wurde 1911 mit der Anhaltischen Staatsmedaille für vorzügliche Leistungen belohnt. Stolz fügten die Schades sie ihrem Firmenbrief bei. Auch als Arbeitgeber war Schade begehrt. Und in den Ferien verdiente sich so mancher Junge als Flaschenschüler für sich oder seine Familie Geld dazu. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges produzierte Schade 41.000 Hektoliter Bier, meist Helles und Pilsner. Wenig im Vergleich zur Schultheißbrauerei, aber viel für ein anhaltisches Familienunternehmen. Thank you.